Warte mal, wo war die jetzt? Also hier rein. Gib. Reinigen Sie meine Uniform. Kommen später zurück. Dann, ich habe geleinigte Uniform für Sie. Okay. Jetzt so später. Hallo. Haben Sie meine Uniform schon fertig? Heel, ehrenwerter Kunde. Möge nehmen seine saubere Kleidung. Ja, das ging schnell. Schau. Da steckte ein Schlüssel in der Tasche. Ach, warte mal, das wird doch dann bestimmt der Schlüssel für die Tür hier sein, oder? Mal schauen. Jawohl. Hallo? Klasse. Benutze Griff. Mensch, das klappt doch niemals. Das funktioniert nicht. Ach, Kombinationsschloss, okay. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wir sollten uns das nochmal überlegen. Nee, nicht den Griff, sondern das... Warum sollte ich? Na, ich weiß auch nicht. Ja, schade. Schade. Was können wir denn jetzt noch machen? Warte mal, wir können uns noch weiter um den Kaffee kümmern. Haben wir auch schon eine Weile im Inventar. So, der Kaffee ist jetzt in der Kanne, ja? Dann braucht man noch Wasser und das müssen wir dann alles noch warm machen. Ich vermute mal, das Wasser kriegen wir ja von der, also in der Stadt. Da war ja dieser Wasserturm. Da von dem Wasser, aber das glaube ich nicht. Hier, ne? Wassertank. Nutze Kaffeekanne mit Wassertank. Ja, das sollte reichen. Können wir dann auch direkt das Fass voll machen? Sehr schön. Okay. Gut, dann haben wir jetzt Wasser, dann müssen wir noch die Gerste anbauen. Ich würde aber gerne erstmal den Kaffee kochen. Und da haben wir ja in dem Vor hat man ja eine Küche. Ich hoffe mal, dass das Fass nicht undicht ist oder so. So, die Küche war ja hier links. Hier. Dann nutze Kaffeekanne mit Heizplatte. Und... nutze Reis mit Heizplatte. Nein, ich will das behalten. Warum das denn? Nutze Reis. So. Dann haben wir ja Holzscheite. Müssen ja ein Feuer machen. Holzscheite mit Herd. Und dann die Streichhölzer. Hier.
So. Ja, sollte jetzt heiß sein, oder? Nimm Kaffee. Ist der jetzt fertig? Möchtest du eine Tasse Kaffee? Nee. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal schnell zum Kloster. Und, ja, flößen da dem Mexikaner den Kaffee ein. Da werden wir dann wahrscheinlich mit dem... Oder können wir... Nee, können wir nicht. Ich dachte gerade, ob wir vielleicht mit dem Wagen da hinfahren können, aber wir müssen ja mit dem Esel reiten. Auf zum Stall! Hallo General Schwabbelbauch. Esel. Im Kloster. Es ist mal ein weiter Weg. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Der Kaffee müsste ja jetzt eigentlich schon wieder kalt sein. Gib Kaffee Mexikaner. Sowas passt doch gar nicht zusammen. Nee, so nicht. Okay, nutze. Wie gut, dass ich immer meinen Trichter dabei habe. Okay, wenn der Kaffee jetzt noch heiß ist, dann könnte das sehr wehtun. Hey, kommen Sie mir bloß nicht nochmal mit diesem widerlichen Gebräu. Können Sie schlafen, wenn Sie Kaffee getrunken haben? Nein, aber ich kann auch keinen Kaffee trinken, wenn ich schlafe. Das gleicht sich aus. Haben Sie den fliegenden Elefanten beobachtet, als er hier rüberflog? Okay. Nein, aber wenn ich ihn noch sehe, komme ich rüber und sag's Ihnen, okay? Aber bis dahin stören Sie mich nicht mehr. Hey, warte mal. Sie hören gar nicht zu. Och. Och, da ist jedes Mal ein Schluck Kaffee. Sie schon wieder? Warum lassen Sie mich nicht in Ruhe schlafen? Ja, eben drum. Sind Sie einer von diesen Revolutionären? Ja, klar, bin ich. Was ist los? Nee. Lüge! Ich wette, Sie sind ein Hochstapler. Was meinen Sie mit Lüge? Ja, du bist ein Lügner. Reden Sie keinen Unsinn. Natürlich bin ich revolutionär. Kommen Sie, fragen Sie mich etwas. Irgendwas, was nur ein Revolutionär wissen kann. Wo verstecken sich die Revolutionäre normalerweise? Das ist doch wohl offensichtlich. In ihrem Versteck natürlich. Ja, wo ist das? Wo ist das Versteck der Revolutionäre? Da drüben, bei der Schlucht. Sie kommen durch ein Loch über dem großen Felsen hinein. Ah, danke. Wer ist der Anführer der örtlichen Rebellen? Der schreckliche General Schwabbelbau. Wie viel ist 3x4? Diese Frage steht aber nicht im illustrierten Handbuch für Revolutionäre. Fragen Sie mich, was das mit der Revolution zu tun hat. Wo kann ich diesen schrecklichen General Schwabbelbau finden?
Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wenn er etwas will, wird er sie schon finden. Zeichnen Sie mir ein Diagramm der revolutionären Befehlshierarchie im Staat Chihuahua. Fahr zur Hölle, Mistkerl. Ich stecke dir meine Pistole in den Hintern, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst. Na gut, wir haben ja, was wir wollten. Wir müssen jetzt, wo die Rebellen sind. Was kann man... Ja, ich würde mich jetzt am liebsten dann nochmal ein bisschen um die Gerste hier kümmern, das heißt zum Friedhof und mal das ganze Zeug da einpflanzen. Damit wir dann irgendwann auch mal den Whisky da fertig haben. Ich hoffe mal, dass wir die Indianer dann auch unter anderem so betrunken machen können, dass wir uns von denen dann den Schädel besorgen. Oder eben diesen Lieutenant oder Sergeanten da besoffen machen mit seinen komischen, mit seiner komischen Frau da und seiner Schwester. Der wird bestimmt später auch nochmal wichtig. So, auf zur Bahnstation. Friedhof. Wir müssen ja jetzt eigentlich alles haben, um das anbauen zu können. Also ich schätze mal, wir nehmen die, diese Flasche aus dem Indianerdorf. Nutze Samen mit Brüche. So, dann. Hier magische Wolke. Ja. Dann nimm. Die erste. Dann haben wir jetzt alles für den Schnaps fertig, würde ich sagen. Oder? Ja doch, wir haben Zucker, wir haben Wasser, wir haben wir haben alles. Auf zum Wald, würde ich sagen. Weil ich jetzt nicht weiß, wie wir das Fass von Dana, also von den Schienen nach hier bringen sollen. Mal schauen. Tom macht das schon. Hallo. 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 Ich habe jetzt einige der Zutaten. Welche? Alle. Ich habe ein Fass mit Wasser gefüllt. Perfekt. Ich habe jetzt einige der Zutaten. Welche? Keine gute Idee. Genauer gesagt eine Idee. Hä? Hallo. Hallo. Ich habe jetzt einige der Zutaten. Welche? Ich habe hier die Gerste. Keine gute Idee. Genauer gesagt eine Idee. Muss ich vielleicht die Gerste direkt in die in das Fass reintun? Oder? Also den Zucker haben wir ja auch schon nicht mehr. Den haben wir auch. Ach, dann muss ich wahrscheinlich alles in das Fass erstmal reintun, ja?